Servus und hallo YouTube, herzlich willkommen in einer weiteren Folge auf der Ellerbach. Tja, wie man nicht schwer erkennen kann, hatten wir das letzte Mal hier Gülle gefahren. Aber ich bin da sehr unglücklich mit, weil komischerweise der Schlauch ist weg. Wo immer er auch hin ist, ich habe ihn jetzt nicht gefunden, ich bin schon mehrmals jetzt hier rumgelaufen. Es ist nichts zu sehen. Das Einzige, was noch da ist, ist der Schlauch, den ich hier oben festgemacht habe. Aber das ist die Verlängerung. Die Verlängerung kann man nicht hier anschließen. Also das ist sehr merkwürdig mit diesem System. Es sind öfters mal die Schläuche weg, lassen sich nicht ankoppeln und dergleichen. Also es ist schon ein Wahnsinn. Ich muss mal gucken, wie ich den Schlauch wieder herkriege. Wahrscheinlich muss ich ihn zurücksetzen. Und dann mit dem Güllefass hochfahren und da drauflegen. Tja, nichtsdestotrotz, wir machen erstmal unser Güllefass sauber. Weil so will ich es nicht in die Garage bzw. in die Halle stellen. Ja, dann wird es auch richtig schön sauber. Wie gesagt, das scheint irgendwo noch bei diversen Maps, Mods, immer noch so ein Problem zu sein, dass da wirklich immer was wegbackt, warum auch immer. Ist eigentlich sehr schade. Weil wenn du mit dem Mod spielst, kannst du auch nicht ohne weiteres mit R hier aufladen. Ja, also muss ich erstmal auf die Suche gehen nach dem Schlauch, beziehungsweise einmal zurücksetzen. Wir parken das rein. Und ich muss auch nochmal ein wenig die Kühe versorgen, ja. Gras, Frischmais haben wir nicht, also machen wir Grassilage. Ah, Grassilage haben wir auch nicht. Jetzt muss ich mal gucken, als was das überhaupt zählt. Das Maissilage. Ja, da mache ich mir nochmal Gedanken. Ansonsten gucken wir mal. Ne, steht aber auch nirgendwo mehr was voll. Wir haben alles weggemacht. Ja, dann lasse ich mir was einfallen. Weil das ist ja auch alles neu eingeordnet bei den Kühen. Ja, Heu ist voll. Mischration kann ich noch einfüllen. Dann füllen wir erstmal Mischration rein. Aber nichtsdestotrotz fahren wir erstmal hier unser Güllefass weg. Das muss ja mal in die Garage. So, wir holen mal ein bisschen auf, dass wir uns wieder nicht so blamieren. Könnte wieder extrem spaßig werden. Wir schauen mal. Reicht das schon? Ich muss wahrscheinlich in die Totale gehen. Lenkachse lassen wir erstmal ungesperrt, damit ich besser hinten reinkomme. Das sieht doch ganz gut aus. Das ist ja fast weltmeisterlich, muss ich mich jetzt selber mal loben. Das hat schon mal sehr gut geklappt. Heißt, wir holen uns mal den Mischwagen. No. Wollte die Taste nicht nehmen. Dann hängen wir als nächstes mal hier den Wagen an. Das müsste ganz gut geklappt haben. Handbremse. Einmal.
Sehr schön. Ja, mit der Schaltung bin ich nicht ganz zufrieden hier von dem großen Glas. Das ist sehr ruppig. Könnte auf jeden Fall etwas schöner sein. Das heißt, wir drehen gleich hier mal. Und die Ecke hier vorne, das ist auch etwas nicht so gelungen. Mal gucken, ob wir hier in einen Zug reinkommen. Ich hoffe mal. Ja, das passt. Dann stellen wir uns mal hier hin. Schlepper lassen wir mal laufen. Dann kann man nämlich hier gleich den Mischwagen auch mischen lassen. No. Einmal ankuppeln. Das gibt's doch nicht. Ist ja meine Wartung. So, einmal Mais. Müssen wir mal gucken, wie viel das ist. Wir brauchen ja auch noch. Ich muss erstmal Ballen holen, glaube ich. Einmal Heu, einmal Stroh. Dann ist es leichter, denke ich, hier den Rest so beizufüllen. Sonst gibt das wieder eine Katastrophenmischung. Eigentlich auch mit der Gabel gehen. Ja. Müssen wir die Tore ganz lassen. Und dann machen wir eine Mischration. Und noch ein Strohballen. Und dann werden wir den Rest mit Maissilage auffüllen. Das ist am einfachsten. Die hat nämlich eine ganz komische Zahl, glaube ich, die Mistgabel. Oder Silagegabel in dem Fall. Um die Ecke. Nach vorne gucken. Tore ganz lassen. Sehr gut geklappt. Und die Dachrinne. Dachrinne ist auch mal so ein Thema. Da bleibt man gern hängen. Das ist aus der Innenansicht schwer zu sehen. Was ich mir jetzt als Erleichterung ein bisschen reingemacht habe, ist logischerweise das Infosymbol hat von dem Mischwagen. Oh, das habe ich selber nicht gesehen. Da stand noch ein Pfosten, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Entschuldigung, hat keiner so richtig gesehen, glaube ich. So, wir müssen mal rückwärts gucken. Vorwärts. Muss nochmal die Ecken ein bisschen ausschieben. Ist noch...
No. Entschuldigung. Ja, das sind 700. Halt, das ist zu eng. Was ist denn mit deiner Kiste heute los? Ja, besser. So. Oh. Ja, mit der Gabel, das ist äußerst schlecht. Ich müsste eigentlich gucken. Ich müsste ja auch noch eine Schippe haben. Ich weiß aber gar nicht, wo ich die hin habe. Ich wollte die jetzt aus einfachen Gründen eigentlich lassen. Wegen den Ballen. Aber ansonsten, wenn das nicht funktioniert mit der Mist-Silagegabel, werden wir nochmal eine andere holen. Und das verstehe ich ja auch nicht. Dann fahren wir mal ein bisschen nach außen an sich. Das ist vielleicht hier etwas schöner, weil ich will sehen, dass ich die Ecken mal ein bisschen wegbekomme. Die Kiste muss ja auch mal sauber gemacht werden. Ich weiß gar nicht, warum wir die so dreckig gemacht haben. Nochmal ganz kurz Handbremse an. Man kann ja schon mal ein bisschen mischen. Irgendwie kommt es mir vor, laut dem nach dem Patch, ich glaube, der hat die Dings wieder überschrieben, die ganzen Einstellungen von dem Joystick, das müsste ich mal kontrollieren. Diese Todzone, das ist sehr ungenau, beziehungsweise zu genau. Das reagiert bei der kleinsten Bewegung. Da muss ich mir nochmal angucken, ob das vielleicht doch verstellt ist. Oh. So, laden wir das nochmal rein. Ja, es ist also eine richtige Tortur mit diesen kleinen Schaufeln. Das war die Originalschaufel, die hier noch. Jetzt klappt es auf einmal etwas besser. Aber 9 Grad, dann stimmt diese Eichung auch nämlich nicht mehr. Das ist das Problem, was ich die ganze Zeit habe. Ich habe das unten gesehen, es steht auf. Ja, es muss also der Patch hat dann doch einiges nochmal, das gucken wir uns jetzt gleich mal an. No. Das ist der C-Gang. Ich glaube, ich muss den auch mal in die Werkstatt bringen. Der geht mir gleich aus. Entweder ist der Dieselfilter zu, der hat gar keine Leistung. So, wollen wir noch mal kurz gucken. Bremse rein. Ja, das ist doch 100% gerade. Eher noch schief. Bremse auf. Ja, das würde mich auch etwas freuen, wenn es im nächsten, wenn man nicht nach hinten guckt, wenn es im nächsten LS, also mit den Frontladerarbeiten, wenn das ein bisschen genauer wäre, weil wenn du den Frontlader am Boden hast, hast du minimal
zu tief, dann fährt der Schlepper auf keinen Fall mehr geradeaus. Also, da musst du normalerweise das Ding schon extrem unten haben. Ja, er geht sofort raus. Und wenn du minimal zu hoch hast, dann kriegst du gar nichts rein. Und das ist nämlich beim Dreck rausmachen. Ich muss nach hinten gucken. Beim Dreck rausmachen, bei den Futtertrögen nämlich auch so ein Problem. Entweder fährst du nur geradeaus, nicht mehr um die Kurve, oder du kriegst gar nichts von dem, was unten auf dem Boden liegt. So, das heißt, wir haben hier, machen wir nochmal eine Schaufel. Vom Mischungsverhältnis wäre es fast schon gut. Na komm, die kriegen wir auch noch rein. Die letzte Schaufel, dann haben wir das auch schon wieder gemacht. Ja, also ein Joystick muss ich unbedingt mal nachgucken. Also der ist ja, sobald du nur ein Minimal hast, nimmt er sofort eine Richtungsänderung an und die ist auch relativ schnell. Also ich denke mal, da hat was der Patch überschrieben. Ich habe hier das Ding kaum in der Hand, dass ich das bewege. So hatte ich mir das nämlich nicht eingestellt, weil das ist dann viel zu ungenau, wenn der auf jeden kleinsten Ticken reagiert. Und den lassen wir jetzt erstmal hier stehen. Handbremse an. Futter müsste gemischt sein. Jo. Dann geht's auf zu den Kühen. Und was hier auch noch schön wäre, eine Überarbeitung, dass man zumindest auch mit den Schaufeln hier abladen kann. Das funktioniert nämlich auch irgendwie nicht richtig. Oder ich habe den Triggerpunkt noch nicht gefunden. Mit den Ballen, das ist jetzt so kein Thema, finde ich mehr. Ja. Ach, das sieht man nur unten nicht. Das lädt auch ab. Dann bremse mal rein. Ja, haben wir das zumindest hoch Gras, muss ich mal gucken, ob ich irgendwo noch Felder habe. Die einen Randstreifen drumherum haben. Das will ich mir dann in der nächsten Folge nochmal angucken. So, jetzt haben wir jetzt erstmal die. Dann würde ich sagen, lassen wir den erstmal hier stehen, oder? Nehmen wir fahren raus. Komm, wir fahren raus, das wird passen. Ja, heute gab es nicht viel zu tun. Fahren wir den erstmal hier neben hin. Okay, die Kühe sind versorgt. Jetzt gucken wir nochmal, was wir als nächstes machen. Wo denn der Schuh drückt? Haben wir noch was zu verkaufen? Mais haben wir noch zu verkaufen? Oh, das wäre ein ganz guter Preis. Das sind 30.000. Das müssen wir uns auf die Fahnen nochmal schreiben. Also merken. Körner Mais verkaufen, weil dabei war. Das gibt fast 30.000.
Soja haben wir nicht mehr ganz so viel. Könnte man aber auch verkaufen, wobei der Preis relativ unten ist. Körnermais wäre auf jeden Fall eine Option. Und dann müssen wir noch mal gucken. Die Felder. Die 130, die müsste noch gemacht werden. Die 130, wir gucken mal rein. Die hatten wir auf jeden Fall gegrubert. Sonst ist da noch nichts. Ach, gepflügt muss die werden. Ja, müssen wir mal gucken. Pflügen, die Zelle, das ist auch. Was haben wir denn auf der 128? Auf der 128 haben wir Gerste. Okay. Das heißt, wir müssten eventuell auch wieder Mais anbauen. Auf der 116 ist Raps. Jawohl, da haben wir. Das kann man noch ernten. Das wird geerntet. Und hier hinten müssten wir vielleicht mal Mais anbauen. Hier vorne haben wir auch noch die 125 ist auch noch mit Gerste besät. Und Unkraut spritzen müssen wir. Das wird wahrscheinlich das Erste sein, was wir in der nächsten Folge dann mal neu machen müssen. Okay, war das jetzt diesmal nur eine kurze Folge? Eigentlich wollte ich Gülle weiterfahren, aber da muss ich mich jetzt erst nochmal drum kümmern, wo der Schlauch ist. Das ist also wirklich ein Ding, wenn man jetzt hier guckt. Ne? Garage, eigene Sachen. Ja, es sind zwei Gülleschläuche da und ich habe also nur noch einen. Das eine davon ist die Verlängerung. Wer weiß, wo das hingeflogen ist, das werde ich mir wahrscheinlich zurücksetzen müssen und dann nochmal händisch wieder auf den Hof holen müssen. Okay, dann ist das für heute eine kurze Folge. Wir belassen es, denke ich, da dabei, was Neues jetzt oder was Weiteres noch anzufangen. Das wird wahrscheinlich zu lang. Ich bedanke mich bei allen, die die Videos angeschaut haben. Ich bedanke mich auch fast für 3000 Abonnenten wäre schön. Für 3000 Aufrufe und das nächste, was jetzt noch kommt, ist die Abozahl geht stark auf 50 zu. Das hätte ich mir jetzt hier vor guten 5 Monaten also nicht gedacht, dass das so schnell geht, für das ich mir jetzt nur hier LS spielen. Also wie gesagt, bedanke ich mich. Daumen für euch alle da draußen hoch. Schaut bitte weiter so viel die Videos und ich bedanke mich und wir sehen uns in der nächsten Folge hier auf der Ellerbach. Tschüss.